Das Versuchsatomkraftwerk Kahl ging 1961 als erstes kommerzielles Kernkraftwerk der Bundesrepublik Deutschland ans Netz. 1985 wurde der 16 Megawatt Siedewasserreaktor abgeschaltet. Nach 150.000 Betriebsstunden und der Produktion von 2.000 Gigawattstunden Strom. Seit 1992 werden im Kontrollbereich kontaminierte und aktivierte Systeme und Großkomponenten zurückgebaut und entsorgt. 2001 übernahm RWE Nukem den Rückbau. Ziel ist die komplette Beseitigung der Anlage sowie die Entlassung des Standortes aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes. Nach der Zerlegung des Reaktordruckgefäßes ist die Reaktorgrube und damit der Beton des biologischen Schildes zugänglich. Aufgrund ihrer Nähe zum Kern sind im Laufe der Jahre der Beton sowie die darin liegenden Bewehrungseisen und Schildkühlrohre durch Neutronenbestrahlung aktiviert worden. Messungen des Strahlenschutzes ergaben eine Dosisleistung von 4 Millisievert pro Stunde in der Mitte der Reaktorgrube. In der Kernzone wurden die Aktivitätswerte durch Bohrproben ermittelt. Für den Beton 4600 Becquerel pro Gramm bezogen auf Europium 152 und für das Metall eine Aktivität von 8806 Becquerel pro Gramm bezogen auf Kobalt 60. Diese Werte machen eine fernbediente Zerlegung des biologischen Schildes erforderlich. Intensive Vorplanungen gehen der Erstellung der Antragsunterlagen für diese Rückbaumaßnahme voraus. Die Bearbeitungszeit der Unterlagen durch den Gutachter wird genutzt, um das entsprechende Equipment zu bestellen oder anfertigen zu lassen. Als Modell steht ein 1:1 Nachbau des biologischen Schildes zur Verfügung. Zahlreiche Versuche finden hier statt. Die Erprobungen von Wandkreis- und Seilsägen, Kernbohrungen, Wasserstrahlschneiden sowie Stemmarbeiten mit einem Kleinbagger. Sie führen zu der Erkenntnis, dass ein fernbedientes Abbruchgerät, das wahlweise mit einem Meißel oder einer Hydraulikschere ausgestattet wird, die beste Lösung ist. Die beste Lösung im Hinblick auf Abbaugeschwindigkeit, Dosisminimierung, Vermeidung von Kontaminationsverschleppung und Entsorgung. Schulungen des für die Zerlegung notwendigen Personals finden statt. Die Mitarbeiter werden über die anstehenden Arbeiten und ihre Bedeutung hinsichtlich des Strahlenschutzes und der Arbeitssicherheit unterwiesen. Die Bedienungsmannschaft des Abbruchgerätes trainiert am Nachbau des biologischen Schildes und führt gleichzeitig eine Erprobung der Geräte durch. Zur Deklarierung des entstehenden endzulagernden Abfalles wird eine Fassmessanlage kalibriert. Bald sind die Geräte getestet, die Mannschaft geübt und alle benötigten Ausrüstungsgegenstände im Reaktorgebäude installiert. Jetzt wird der Kleinbagger in den Kontrollbereich gebracht und in die Reaktorgrube eingesetzt. Der Drehdeckel aus der Betriebszeit schließt das biologische Schild lüftungstechnisch gegenüber dem Gebäude ab. Eine neu installierte Filter- und Absauganlage mit einem Durchsatz von 8000 Kubikmeter pro Stunde entfernt den beim Abtrag anfallenden Staub sofort. So haben die Fernbediener immer klare Sicht auf ihren Monitoren. Das Bedienen des Abbruchgerätes erfordert eine sehr hohe Konzentration. Die Monitore geben nur eine zweidimensionale Ansicht wieder. Egal ob beim Arbeiten mit dem Meißel oder mit der Hydraulikschere zum Trennen der Bewehrungseisen und Schildkühlrohre, von den Bedienern ist immer Übersicht und Fingerspitzengefühl gefordert.
Der Werkzeugwechsel und die erforderlichen Wartungsarbeiten werden außerhalb des strahlenexponierten Bereiches durchgeführt. Nicht ganz auf manuelle Arbeit verzichtet werden kann beim Verfüllen und Transport des entstehenden Bauschuttes. Unterhalb der Reaktorgrube ist eine trichterförmige Auffang- und Abfüllvorrichtung eingebaut. Bleiabschirmungen und Setzsteinwände sorgen für den Schutz des Personals, das den Bauschutt in 200-Liter-Fässer füllt. Da in diesem Bereich auch die Gefahr der Inkorporation durch Staub besteht, ist Betreten nur mit entsprechender Schutzkleidung und Maske erlaubt. Auch dieser Raum ist an eine zusätzliche lüftungstechnische Anlage angeschlossen. Das Fass wird gefüllt, ausgeschleust und gereinigt. Nach einer Wischtestprobe geht es auf die Fassmessanlage, um die Dosisleistung zu ermitteln. Neu installierte Hebezeuge bringen das Fass aus den Tiefen des Reaktorgebäudes auf die +3-Meter-Ebene und stellen es auf eine Rollenbahn. Diese Rollenbahn in der ehemaligen Materialschleuse dient als Pufferlager für die weitere Behandlung des Abfalles. Durch eine Abluftfilteranlage und eine Einhausung eignet sich der Raum, in dem sich früher das Brennelemente-Lagerbecken befand, zum Umfüllen des Bauschuttes aus den Fässern in Endlagercontainer Typ 4. Das Ausschütten wird mit einer fernbedienten Fassschwenkvorrichtung durchgeführt. Der Aufenthalt an den beladenen Containern ist nur für das Verschließen erforderlich. Die befüllten Container werden in einer Transportbereitstellungshalle eingelagert. Nach Fertigstellung der Dokumentation verlassen sie in 20 Fußcontainern das Versuchsatomkraftwerk in Richtung Zwischenlager Mitterteich. Die Zerlegung des biologischen Schildes ist nach nur 6 Monaten beendet. Wieder ein schöner Beweis. Mit guter Vorbereitung kann eine qualifizierte Mannschaft ein Kernkraftwerk, das 25 Jahre in Betrieb war, sicher zurückbauen.